33003. Du musst dir mal Mühe geben da. Was ist denn das? Ja, Katie hat auch SimCube 2.5. Also das sind die Zeiten zu langsam. Was soll denn das? Schäm dich. Ja, immer am Setup messen, ja. Na klar. Weil wir wissen alle, ein SimCube macht dich mindestens 5 Sekunden schneller. Ja, also ich habe ja gesagt 2,5, weil es ist ein SimCube 2.5 anscheinend. Deswegen fangen wir mal damit an. Muss ich auch mal kaufen, verdammt. Nö, du fährst doch eh gut. Boah, das wird für mich auch wieder ganz wild. Du fährst ja auch nicht besser dann, glaube ich, dann mit dem anderen. Ja, aber das ist schon okay. Das ist schon vieles nachvollziehbar, sag ich mal, was passiert auf der Strecke. Ja. Das ist schon okay. Das ist schon viel, viel, viel besser als AMS 2 so. Und sowieso besser als Formel 1. Mit iRacing fand ich Formel 4 und hier Formel 4 ziemlich ähnlich. Ich habe ja auch Formel 4 mehr gekauft, die Mod. Fand ich ähnlich. RSS? Genau. Genau. Und macht aber trotzdem keinen Fun. Also es ist einfach nur eine Salatschüssel, die da hinten ein paar Räder hat und dann musst du hin und her wackeln da. Ich weiß nicht. Es ist trotzdem nicht geil. In iRacing bin ich 11 Rennen gefahren oder so mit dem. Es war nett. Aber es hat halt keinen Kick gegeben. Ich konnte nie mehr als 3 oder 4 Rennen hintereinander fahren. Das war halt nicht das Wahre. Ich sag's dir. Ich hab's probiert, ich hab's gemacht, ist auch okay. Aber es ist halt nicht das Wahre. Also für das, was du machst, ist halt Fnatic nicht das... Fnatic sag ich schon. iRacing ist das Richtige einfach. Ja, ich möchte weiterhin noch meine Freiheit haben, da ist ACC sehr geil. Wenn ich mich irgendwann spezialisiere, was ich ja auch schon ein bisschen so tue, ich habe ja doch 200.000 Autos, gibt es ja, ich tue halt trotzdem nur, sag ich mal, jetzt 10 Autos, die ich jetzt immer hin und her probiere und vielleicht mal tausche. Mhm. Und das ist ja auch schon okay. Ich möchte nämlich aus all diesen Rennserien, GT3, LMP und Formel, möchte ich meinen Skill aufbauen von allen den 3 Serien, damit ich ich kann aus dem das meiste lernen einfach. Und das sind halt diese Rennserien, die mir halt viel geben können und auch eigentlich Spaß machen. Und das sage ich auch bei GT3 teilweise, weil es schon okay ist, aber manchmal nervt es trotzdem, dass das Fahrgefühl vom GT3 schon so krass sich unterscheidet zur Formel. Aber brutal. Aber das ist auch so eine Art Reiz. Ich mag das ja. Also ich mag ja, also ich mache mir selber immer alles immer sehr, sehr schwer. Aber das gefällt mir, weil ich dann irgendwie verzweifelt bin, aussichtslos, und dann versuche ich da rauszukommen. Wie ich gestern beschrieben habe, schon ein paar Mal, vielleicht hast du es ja gehört, neue Strecke, neues Auto. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, ja. Ist für mich halt, und das mache ich halt immer. Aber das haben wir jetzt schon eine ganze Weile. Genau, das mache ich immer. Es ist so wie in einem Pool springen, der muss auch noch zufrieren, ne? Plane drüber und dann kommst du da raus, dann bin ich nicht stärker, ich bin zwar kranker, aber wenn ich überlebe, habe ich mindestens dazugelernt. Weißt du? So, und dann sieht man auch den Progress von den ersten 100 Runden, sage ich mal. Ist alles total verplant, zu dann Runde 100 bis 200 oder 101 bis 200 und 201 bis 300 und so weiter. Das sieht man, dann merke ich auch den Progress. Ja. Katie, was ich nur sagen wollte, wegen deiner Aussage, an sich finde ich bei den Bases halt, ja, irgendwann ist es einfach nur noch Feinheiten. Was ich tatsächlich als sinnvoll finde, viel Geld rein zu buttern teilweise, sind halt die Bremsen oder allgemein Pedale. Also ich finde, damit würde ich sagen, da kann man wirklich sagen, dass Ausrüstung noch einen Unterschied macht. Also klar kannst du auch schnell mit einem billigen Pedal sein, aber ich finde, dass dir ein teures Pedal doch mehr bringt als ein teures Lenkrad oder eine Wheelbase. Die Bremse ist das Wichtigste, finde ich, nach meiner wenigen Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, am ganzen Setup. Weil ja. Du musst halt wirklich schön
bremsen, richtig bremsen und auch sehr, sehr, dass die Bremse dosieren können. Und das Gas ist ja halt, ist ja jetzt immer ziemlich leicht. Aber Bremse ist schon sehr, sehr Aber wichtig, selbst ja. da, selbst auf dem Gas, da ist es zwar nicht so wichtig, aber selbst da kann man teilweise Ja, auch sicher. Muss Unterschiede jetzt nicht, erklären. wenn die Bremse jetzt 1A ist, muss ja das Gas nicht beschissen sein, sondern es passt sich ja sowieso an. Wenn die Qualität von der Bremse geil ist, ist das Gas ja auch geil. Und ich überrascht, sind die Pedalen echt stark hier, die ich habe. Echt stark, die Aber LC-Dinger Pedale da. finde ich das A und O fast schon. Da kann man sogar fast noch mit Controller nebenbei lenken, aber Hauptsache die Inputs für Gas und Bremse kommen über die Pedale. Ach, ich weiß nicht. Also ich merke es, also jedes Mal, wie gesagt, wenn ich ein V3 fahre, bin ich zwar arschlangsam, aber das Feedback oder den Input, den du damit tätigen kannst, wenn das richtig eingestellt ist, ist einfach unfassbar toll. Kannst du wechseln Also oder was? verglichen. V3 oder LC oder was oder hast? Was hast du da? Nee, beim Kumpel fahre ich ab und zu dann, wenn ich mal bei dem Ach bin. so. Ah ja, okay. Dann, der hat halt die V3 und sagt ja manchmal, ja, komm, fahr doch. Und so. Okay. Da merke ich, also die ersten 10 Minuten schaffe ich keine Kurve, weil ich einfach ja wieder drauf klarkommen muss. Das ist halt komplett anders. Was ich bei V3 nicht so geil finde, man kann den Abstand zwischen Gas und Bremse nicht so weit Ja, machen. ja, ja. Und das genieße ich aktuell. Denn ich kann so richtig schön entspannt, sage ich jetzt mal ganz doof, breitbeinig da sitzen. Und ich tue mir dann auch nicht die Oberschenkel weh, so komisch da zu sitzen, alles und so. Es ist ganz, ganz geil. Ich hab nicht den maximalen Lochabstand, die Bremse ist ganz links außen und das Gaspedal ist ein Loch weiter drin, damit es zur Bohrung von dem Rig passt hier, was ich da habe. Aber das ist egal, es ist immer noch ziemlich weit weg und das schaffst du sonst nicht mit dem Dreierpedal. Deswegen Ja, das würde ich stört mir mich tatsächlich auch auch. so ein V3 nicht haben wollen, weil ich habe bis jetzt immer so gehabt, dass es mich gestört hat. Immer irgendwie, keine Ahnung, du kommst da immer irgendwo hin mit dem anderen Fuß. Das gefällt mir halt gar nicht. Und so ist es schon geil. Ich meine, wenn ich mir jetzt so Lautzelle holen würde, hier heißt es ja, dass ich die jetzige Bremse als Kupplung nutzen sollte, aber tue ich einfach weg, fertig. Brauche ich ja nicht. Ja, Kupplung benutze ich auch nicht wirklich. Ist Also will schon ich nicht. geil zum Losfahren, muss ich sagen. Zum Start ist Kupplung schon ultra. Aber sonst. Ich hab ja sogar die Kupplung deaktiviert bei dem GT3 Lenkrad. Ich habe das ja auch. Ich hatte so lang drei Pedale und wie selten das überhaupt angetatscht wurde. Also, ja. Ja, ich habe ja auch bei irgendeinem Spiel habe ich ja die Kupplung als Pit-Limiter benutzt. Bald entspannt. Hat mir Dave gesagt, mach doch Kupplung. Ja, also heute habe ich dann Huracan probiert und ja, neu war Huracan heute, oder? Huracan und, wo ist denn Gex? McLaren. Genau, McLaren, Huracan. Das passt ja. Ja, mache ich morgen ganz normal weiter, mal schauen. Oh, vielleicht, weiß nicht, kriege ich das bis morgen auch alles hin. Dann gucke ich mal. Ja, guckst du. Ich möchte schon so ungefähr mit jedem Auto, die ich jetzt, wo ich nicht so Bock drauf habe, mache ich ja trotzdem auch noch fast mehr, damit ich es lerne, weil wo ich nicht so Bock drauf habe, die kann ich halt schlecht, aber ich mache mittlerweile nur noch das, was ich nicht gut kann, damit ich es lerne. Hab nicht immer so Phasen, manchmal möchte ich auch in die Komfortzone rein, aber das mache ich beim Fahren genau das Gegenteil. Wenn ich etwas einigermaßen kann, steige ich aus und steige ins nächste ein. Damit ich einfach so viel wie möglich lerne. Aber auch steige auch nicht zu früh aus, ich verbessere mich schon noch mit dem anderen. Aber ich sehe gerade hier McLaren 97 Runden, das ist schon nicht wenig. Schon ein Stück. Lamborghini 64.
McLaren 97. Porsche 62. Ja, wenn ich so 50 Runden mit fast jedem Auto habe. Renndistanz eigentlich. Ja. Hey Fenris, moin. Was hier abgeht? Auch ein bisschen Mitternachtstalk. Habe jetzt meine Tabletten eh alle genommen und kann gar nicht mehr fahren eigentlich jetzt. Und mein Stimmt, du Puls wolltest ist schon eigentlich ins Bett ziemlich dann, tief eigentlich. Die bremsen mich enorm ab. Der war vorhin sogar auf 70, normalerweise bin ich immer auf 120. Aber die Tabletten bremsen mich enorm ab. Ja. Bald Bett. Nissan. Ja, Tici ist ja auch gefahren ein bisschen, aber der. Ja, der tut sich. Das ist. Der fährt schon nicht schlecht, aber glaube ich, hat noch nicht so viel Bock, so viel und oder ist ihm zu heiß, keine Ahnung. ist eher Haymaker-Racer. Genau. Der hat doch gemeckert, hey, mach mal eine schwere Strecke. Wir sind Nürburgring Warum wäre gefahren, das der auch ist ganz nie. cool? Der ist halt auch nie gefahren, so wirklich über eine schwere Strecke. Naja. Mit kritischen Aussagen. Habe ich schon geschimpft hier. Soll doch mal versuchen, überhaupt unter 2 Minuten zu kommen. Egal, eng mit engem Auto. Hat er LOL gespielt, ist ja auch okay, ist ja kein Problem. Und Hungaroring meinte eigentlich Dave, weißt du nicht, weil, wie er gemeint, er ist in der Racing-Szene bekannt als Monaco ohne Wende. Aus Ungarn? Ja. Ja. So wird das oft genannt, ja. Weil du halt auch schlecht überholen kannst. Ja. Und es ist auch so die Kurven. Also, ja, weiß nicht. Es ist so von der Charakteristik, sieht zwar nicht gleich aus, aber es ist relativ ähnlich. Und ich mag hier Monaco. Mag beide Strecken. Monaco mag ich aber mehr, eben weil die Wände da sind. Ja, bin ich vorhin gefahren mit Pizzeria, ist ja nicht voll entspannt Vielen im Dank Vergleich zur für Formel das 1. Abo. Und Vielen jetzt? Dank, wie lieb von dir. Jetzt kommen da Sachen da rein. Fan ist der Wolf, Dankeschön. Einfach schon abonniert. Auf Stufe 1. Vielen Dank. Wie geht's denn noch so? Ich vermisse dein Was geht ab jeden Tag. Hast du jetzt nicht immer durchgezogen? Als Abonnent musst du jetzt machen. Ich sag's dir. Hast du Pflichten jetzt, ne? Dankeschön. Willkommen. Ja. Na dann würde ich mich jetzt dann auch gleich verdrücken und dann lasse ich dich dann auch dann gleich ins Bett gehen, weil du meintest ja eigentlich, Ja, dass du muss relativ ich dann. zügig ins Bett wolltest. Aber Ja, es ich ist dachte mal, ich komme mal alles wieder im vorbei. Rahmen. Ja, ist doch schön. Hab ich dir doch erlaubt. Einmal darfst du. Einmal im Jahr darfst du. Einmal, dann Passt ja. nächste Woche. Ah, nächstes Jahr, sorry. Also, Ja. ja, 23 ja, ne? Ich schreibe mir das Datum auf. Sehen uns dann nächstes Jahr. Musst du nicht direkt im Juli kommen. Kannst du dann auch im Dezember kommen und dann nachher gleich wieder im Januar. Sag zweimal, weißt du? Oder Five-Hand. Ah, das. Ah, ja, so. Ja. Aber da habe ich Ich gleich frage. alles auf einmal verpulvert. Innerhalb von Genau, 2 Tagen. genau. Ich freue mich auch schon wieder aufs Weiterfahren. Muss ich sagen, ist echt cool. Aber es ist körperlich bin ich halt im Limit, was das angeht. Aktuell immer, jeden Tag. Ich Ja, glaube ich. muss Ja, auch 8 Stunden kämpfen, dass immer. ich mich überhaupt hier hinsetzen kann, weil die Schmerzen einfach zu krass sind. Ich bin ehrlich, ich ohne Probleme, jetzt sage ich mal, in der Hinsicht, selbst ich könnte das, glaube ich, nicht die ganze Zeit so viel. Hätte doch keiner Also geglaubt, wenig oder? Respekt. Als ich gesagt habe, ich mache das einfach. Also wer Nee, mich so ich ein habe dir bisschen schon kennt, weiß, geglaubt, dass ich nur halt alles übertreibe. Auch das. Respekt, dass du es auch wirklich jetzt schon so lange durchziehst. Ja, ich probiere es noch weiterhin zu machen. Es ist das Warm-up-Programm. Ja, Ja, das ist aber so erst der passt es, Anfang. glaube ich. Aber so passt es, glaube ich. Bisschen ausruhen muss schon sein, dann ein bisschen fahren, kurz 10, 15 Minuten Pinkelpause, was trinken und dann wieder weiter. Bis nächsten Monat bist du da mehr Rennspiele gefahren als ich jemals. Ja, aber trotzdem, der Skill ist halt nicht da. Der kommt halt nicht so schnell.
Aber das ist auch okay, sonst hätte ich ja nicht, wenn ich dein Skelett müsste, kann ich fast aufhören, wäre ich zufrieden. Weißt du? Wieso, das wäre doch so ein schönes ultimatives Ziel, so Xentran, mich, Dave, alle in den Boden fahren. Nee, das kannst du vergessen, geht doch gar nicht. Was Rankommen wäre schon was Schönes, oder nicht? zockst du denn, Fenris? Immer noch in die Zone rein oder was? Naja, mir reicht es schon, wenn ich rankomme an, keine Ahnung, 2, 3 Sekunden hinter Xentern, dir oder Dave. Das ist ja schon, von früher waren es 10 Sekunden. Es sind halt dann je nach Strecke oder so, sind es vielleicht nur noch 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Das stimmt. Also Xentren fährt ja mit dem, gut, Porsche-Zeit ist jetzt schwierig, ich habe Porsche noch nicht mehr gefahren, fährt jetzt 1,44. Ich bin mit dem Porsche am ersten Tag, bin ich jetzt 1,48 gefahren. Das ist schon viel, aber trotzdem meine Zeit mit dem anderen Auto ist jetzt 1,47. Das sind halt 3 Sekunden halt, so grob. Und das finde ich jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das viel gut oder schlecht ist, aber es war halt viel schlechter. Sag ich Könnt ihr mal. das dann bestätigen, wenn ich auch mal gefahren bin? Ich habe ehrlich gesagt, ich kann es gerade überhaupt nicht, also einschätzen, wo ich landen würde, ob ich genauso wie Xentran wirklich eine 44er fahren kann oder ob ich Ja, 46er fahre. würde ich schon sagen, dass du Xentern Zeiten fährst. Weil ihr habt euch ja auch immer gut duelliert. So weit wart ihr nie auseinander. Auch du, Dave Xentern. Das passt ja nicht. Gut, auf Qualifying vielleicht anders gesehen, je nach Auto. Aber. Ich müsste Rennen fahren. Ach, Rennen macht mir mehr Spaß. Der Quali ist nicht so meine Stärke. Ja, es ist aber so aktuell das Beste, um die Strecke und die Autos zu lernen. Ja, klar. Und bei mir, möchte das ja eh machen. Ich werde die Autos vielleicht noch ein bisschen reduzieren. Und ich möchte es ja eh machen, so, das sind ja meistens so 2 bis 4 Tage so eine Strecke, dass wir entweder jeden zweiten Tag oder weiß ich nicht, einen halben Tag komplett immer nur Rennmodus halt haben, dass jede Stunde oder so, so wie ein iRacing gefühlt, jede Stunde Rennen beginnt. Oder jede halbe Stunde, je nachdem, 10 Minuten Quali, halbe Stunde, 20 Minuten Rennen. Und dann wieder auf Qualifying halt zurück. Oder gewisse Uhrzeiten. Uhrzeiten will ich aber gar nicht machen, je nachdem, wenn ich halt da bin. Also entweder einen halben Tag, wenn ich meine 8 Stunden fahre, dass wir dann von 4 Stunden vielleicht Rennen fahren. Oder mal eine Stunde Rennen und danach wieder Pause, wieder Quali, wieder Rennen. Oder dass ein ganzer Tag von den 3 oder 4 Tagen mal halt einfach nur immer halt so ist, das Rennen ist. Der letzten Tag vielleicht Rennen fahren. Weiß ich nicht genau. Ergibt sich halt dann schon. Kommt auch immer darauf an, wer da ist. Ich kann jetzt auch nicht allein sagen, Ja, ich wenn du fahre jetzt um alleine 19 bist, Uhr dann Rennen. macht es keinen Sinn. Ja. Und technisch glaube ich morgen beim Dingsbums. Im Sp Gitarre spielen, im Proberaum. Dave ist im Urlaub. Mal gucken, wer morgen so da ist. Und ja, alles halb so wild. Ich habe mein Ziel sowieso oder meine Aufgabe eh. Ich muss in jedes Auto einsteigen, ich muss fahren lernen, ich muss ein paar Kurven noch optimieren und muss versuchen, mit den Autos, die ich jetzt ansteige, an die Zeiten der anderen Autos ranzukommen. Einfach meine eigene Zeit zu erreichen und zu schlagen, das ist eigentlich mein Ziel. Die anderen Zeiten mir war nicht wurscht. Ich muss erstmal meine eigenen Zeiten überhaupt schaffen und schlagen. Und wenn ich die immer wieder schlage, komme ich auch an die anderen irgendwann ran. Aber trotzdem ist es ganz cool, wenn man mit jemandem quatschen kann oder jemand im Chat da ist oder jemand einfach mitfährt auf der Strecke, egal ob er jetzt mit zusammenfahren oder nicht. Mal jemand zu überholen oder vorbeigefahren zu sehen oder in der Box oder kurz zu quatschen oder so, ist ganz nett. 2 Runden, aber die Uhrzeit kann man das vergessen. Jetzt Valorland und die Uhrzeit oder was? Krass. Du hast ja aber auch viel gespielt, Olli. Katastrophe, was du alles gespielt hast. Was? Ich? Ja, oder? Hast du nicht Nee. Fortnite gespielt, Counter-Strike, alles Mögliche? Vor Ja, also die Sch Counter-Strike habe ich ja jetzt mich sozusagen noch verabschiedet davon. Und ja, Fortnite war mit ein paar Freunden mal zusammen. Da macht es ein bisschen Spaß sogar. Ja, alleine würde ich das tatsächlich nie spielen, aber Ja, aber so macht Fenris, es ganz Spaß.
Du bist doch auch ein Schwitzer, wenn du da spielst. Was ist denn mit dir? Learn to play. Werd auch zum Schwitzer. Lage, also wenn du mich meinst. Nein, Fenris, nicht dich. Ah. Ja. Ja, aber ist doch schön, jetzt hast du dich ausgetobt. Was ist denn eigentlich mit den, deinen Kollegen, mit dem Kaufland, dem Julius oder was? Fahren die immer noch oder haben die auch Pause gemacht? Also die fahren momentan auch gar nichts. Fahren tatsächlich gar nichts. Noch weniger als ich. Okay. Also zum Beispiel, wir wollten was mit deinem, eigentlich auch 24er. Was mit deinem 24er? Ja. Ja, genau, genau. Ja, genau. Und? Aber eben zum Beispiel Julian war dann nicht da. Der war Familienbesuchen irgendwie eine Woche lang. Okay. Ein Fahrer ist hier momentan auf Montage in Portugal. Der kommt irgendwie erst 2 Monaten wieder zurück. Jetzt steht momentan so ziemlich alles auf der Kippe, was auch Le Mans angeht und so. Ist ja dann am 20. August. Ja, muss ich mal schauen. Okay, ist er aber schon noch hin. 24 Tage. Wir müssen halt mindestens einen Fahrer finden, am besten 2, 3 wegen Reserve. Also, muss man mal schauen. Ich bin dabei, kein Problem. Was soll ich trainieren? Jetzt einen Monat lang. Nur trainieren. Die eine einfach Strecke. Nur Le Mans. Im GTE. Mit dem Porsche? Oder gibt's mehrere GTE? Ja, es gibt ja auch M8, Ferrari, Corvette. Porsche ist schon okay. Der ist schon okay, der ist gut. Ich bin ja auch schon gefahren. Glaube ich. Würde ich auch mal gern haben, ja, den du. Für. Ja, da meintest du ja, dass du ganz zufrieden mit dem warst. Ja, das war aber noch zu AMS-2-Zeit, ne? Weiß ich nicht genau, wie der jetzt ist. In anderen, deine Meinung war ja, er ist geiler als ein GT3. Und das wird sich eigentlich auch in den anderen Spielen, glaube ich, widerspiegeln. In den anderen Spielen, weil er die Hilfe nicht hat. Und das finde ich immer spannend. Ja, und er muss. Ich verwechsel das mit dem. Ja, genau. In AC bin ich den Cup gefahren. Sieht das anderes, gell? Das langsame. Der hat ja auch keine Hilfen. Der hat nur TC, der hat kein ABS. Nee, der dürfte. Der Porsche Cup hat gar nichts. Da gar nichts. Aber der ist langsamer, ne, als die GT3. Deswegen haben wir nicht mitgenommen. Der ist langsamer. Der. Und wie ist der GTE im Vergleich? Der ist ja dann deutlich schneller nochmal als der vom PS her oder vom warum? Oder ist der noch höher? Leicht höhere Klasse. Höhere Aero. Ich weiß nicht, wie die Leistung ehrlich gesagt aussieht, aber. Mhm. Aber ja, die Aero allein wird es wahrscheinlich schon rausreißen. Dann gucken wir mal. Also Fenris, jetzt lügst du aber. Normal. Also du bist, also wenn du mir Zeit da bist, bist du alles anders als normal. Was ist denn mit dir? Also, kannst du mir nicht erzählen. Kurz hier auf das umschalten. Ist das an? Dann schaue ich gleich nochmal wegen dem, also Porsche GTE hast du gesagt. RSR GTE. Was hat denn so für Daten? Umschalten. Aufs Rig. Ich habe aufs Rig umgeschaltet. Ich habe dein Mikrofon. 515 PS, 1200 Kilo. So, Cordless ins Bett, ne? Haben wir den, zu was gehört der denn überhaupt? Ich habe auch so geladen einiges. Was ist denn das hier? Ja gut, also wirklich viel mehr Leistung hat er auf jeden Fall nicht. Ja, denke ich mir. AC-Stuff? Haben schon mal Interesse, wenn wir mal dann schauen. Der ist nicht dabei in AC, oder? Ich glaube nicht. Standardmäßig mal so? Ja. Ich glaube nicht, dass du dabei ist, weil wenn ich hier gehe, GT3, hier, also es ist GT3, sind Porsche, nee, ist er nicht, RS, die Straßenversion, die Cup-Version und die GT3 normale Version. Müsste ein Mod sein, ja. RSR, GT3, okay. GTE, AC-Stuff, Download. Gibt's da von irgendjemandem eine gute Mod, den man kennt? Das weiß ich ehrlich. Das kann ich dir wirklich. Also, Assetto Corsa bin ich immer nur relativ viel Base Game und ein bisschen Formel 1 Mods gefahren, aber das war es dann auch. Also, muss da ich kann mal ich schauen. Dir gar nicht helfen. Assetto Corsa. Porsche. Ah, da kommt schon welche. RSR GTE.
2020 oder was? Sich mal nicht schlimm an. Also, weiß nicht, ob. Also, ja, machen wir 2020, sonst kriegst du irgendwie einen von 2005 oder so. Porsche 911 RSR Mod, was ist der Corsa? YouTube. Spar. 21er Porsche RSR oder Corsa Race Department. 2021er. Ne, was? Brumos 911 RSR GTE 2.0 2021. United Racing Designer, die sind ja okay. Schon mal gehört. Ich weiß halt, ich kann dir halt überhaupt nichts sagen dazu. Brumos 911 RSR GTE 2011. Ich würde einfach gucken, was bei Race Department die bessere Bewertung hat. Ja, genau, gucke ich gerade auch. Ist das so einer? Siehst du das zufällig? Also das Auto stimmt schon, ja. Aber das ist ein Skin, glaube ich, nur hier. Ja, ich glaube, AC Skins, scheiße. oben war ja das Auto an sich. Zwei links drüber, Genau, glaube ich. aber man muss doch auch hier bei den Skins sehen können, für was der Skin ist. Könnte da kein Link zum Auto selbst? Müsste vielleicht eine Beschreibung irgendwo stehen? Weiß nicht. Also unten irgendwo. Dachte ich mir auch hier. Also von KS ist der. KS. Jetzt von KS. KS ist doch auch unser Modder, oder nicht? Das Da KS kann ich dir Kunos. gar nicht helfen. Ich finde das schon. Da bin ich tatsächlich komplett raus. Ich kenne RSR halt wegen den Ich habe F1-Mods und sonst. den 2017er hier. Ich will den neueren. KS Porsche 911 RSR 2017 habe ich. Aber hier fehlt halt das GTE, aber es ist egal, oder? Das fehlt. Wenn da einfach 911 RSR steht, kann es nicht so falsch sein. Wobei, da steht Ich ja bei ihm habe. im Link auch 2017, oder? Also in der File. Stimmt. Ich hätte den von. Ich hätte den Porsche hätte ich. Zumindest. Weil der von KS ist. KS Ja, der heißt wird Kunus. nicht so falsch sein wahrscheinlich. Und Kunus ist doch das Spiel, oder? Ist nicht von Kunus? Kunus und die Leute, ja. Ist es doch Ja, offiziell drin genau. oder was? Ich habe Nee. keine Ahnung. Was ist hier nochmal von Kunus? Ich habe gerade geguckt, ich habe tatsächlich auch nur 60 Stunden in AC gespielt. Ach, ich habe gar nicht geschaut, was ich habe. Der zählt doch da auch hoch, Leute. Warte mal. Ah, das will ich, ja, wahrscheinlich 200 plus, oder? 159 bloß. Schwach. Ah, aber Krass. schon, also, Da wenn geht du schon überlegst, dass mehr. ich das Spiel seit 2018 habe. Ja. Da muss ich nur nachholen. Hey. Ich tue den mal kurz rein. Das ist der einzige, den ich jetzt habe. Ja, falsch wird es nicht sein. 4,7. Let's go. Hier. Ist der einzige, den ich jetzt gefunden habe auf die Schnelle. Das ist 4,7 Stunden, Katie. Das finde ich schon viel, ja. Und ich kann dir sagen, von diesen 60 Stunden, die ich habe, sind genau wahrscheinlich 59 Stunden auf der Nordschleife bei mir entstanden. Ja, denke ich mir. Ist doch okay. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch gut gemacht hier bei Ich AC, ne? glaube, also ich habe in AC, ich habe mir das Spiel damals tatsächlich hauptsächlich geholt, um einfach auf der Nordschleife zu fahren. Also, fahren viele, Damit viele. habe ich mich halt auch am PC sozusagen angefangen zurechtzufinden. So was auch Mods anging und so, dann ein bisschen halt, ja. So war das bei mir Eins mit halt voll. ACC, Caddy. Ja. Habe ich auch Ich nie habe gespielt, ich ACC habe es auch ja auch schon. gekauft und nie gespielt. Also, Jetzt geht ich habe das es hier dann nicht irgendwann schon weiter. gespielt, aber. Wie Stunden habe ich denn in ACC? Auch nicht viel mehr. 83. Habe ich denn da? Aber Gex, ich lasse dich jetzt mal alleine weitermachen. Ich bin dann noch im Chat, aber piesel mich dann Jo. schon mal. Jo, ich gucke jetzt, was hier passiert. Mach nicht weiter. Also ich habe mal ACC gar nichts. Irgendwann kommt es. Oh. Okay, na dann.
Ich Es mach kann dir auch gleich dann. Schluss, oder? Und dann danke für Ja. den Besuch. Dann Oh, ich sagen wünsche wir dir dann mal, noch eine gute Nacht. vielleicht Keep Racing bei dir. Ja, also morgen kann ich nicht mitfahren, das weiß ich. Dann muss ich auf den Geburtstag, aber dann gucke ich mal im Verlauf Ja, der Woche, mach dass ich mal entspannt. der Gruppe join. Ja. Alles klar. Alles Dann klar. bis Bis denn. dahin. Ciao. Nachti. Tschö. Nacht. Bist du auch schlafen, Kenny? Verdammt, ich kann dir nicht. Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Maustaste kopieren. Achso, das ist ja okay. Ich hatte indirekt gemeint mit dem, was ist denn das? Hier der Scheiß. Content, Cars. Ja, setz mal hier. Dann schlaf schön. Und bis später. Bin jetzt zwar traurig, dass du gehst, aber auch irgendwie froh. Wie soll ich sagen? Gemischte Gefühle, ne? So ein Ding. Single? Was wollte ich jetzt machen? Hä? Was ist denn das hier? 911 Karriere ist das nicht, ne? Das ist der da. 74, okay. 2017. Okay. Alter, ha, genau. Das wollte ich. Einfach go. Ich muss auch eigentlich dringend schiffen. Ich habe auch schon alles auf Wireless umgestellt, aber ich kann es nicht lassen. Was ist denn das? So. Das ist mal eine wilde Sicht. So. Muss zwar dringend schiffen, aber okay, komm. Ein Minuten. Ein Minuten. So, ich muss Force Feedback einstellen. Ach. Ui, okay. Mit den Reifen ultra soft, ultra slicks, schon krass.
Also er wirkt, dass er Power hat, aber der McLaren hat ja auch voll viel Power gehabt. Ui. Kurve verpeilt. Ist schon wieder spät hier. Hört sich aber auf jeden Fall geil an. Die Bremsen hier, da blockiere ich gar nicht mit denen. Das hat kein Übersteuern, kein Untersteuern, nichts. Ich rutsche mit dem auch gar nicht hier. Okay. Versuchen mal eine Referenzrunde zu fahren, aber kann ich jetzt nicht versprechen. Ich kenne hier noch zu wenig. Ich schau mal. Hat der auch TCS? Ich komme mit dem gar nicht zum Rutschen oder beim Bremsen auch nicht. Der rutscht ja gar nicht. Noch mal kurz bremsen und der bleibt stabil. Kann es sein, dass diese Reifen so krass sind? Weil das ja noch mal ultra soft Dinger sind. Oh, das erste Mal. Schauen wir mal. 1,51. Ist da nicht 1. Was bin ich da gefahren? Ich kann ja vielleicht auch mehr riskieren hier, wenn er so nicht ausbricht. Fährt es auf jeden Fall ultra stabil.
Ich weiß, lol. Ich dachte mir, komm, das probiere ich nochmal. So, der Gino ist halt wild, ne? Jetzt, ey, ich kann einfach noch durchfahren. Scheiße, ob ich die ganze Nacht durchfahren, Mann. Was mit den Lämpchen, wenn es so ein bisschen. Wenn er so ein bisschen Grip verliert? Echt jetzt, okay? Ja, dann wollte er ein bisschen trollen und schauen, aber. Oh, leck. Mit diesen Reifen hier, Alter, ist das schon irgendwie wild. Das ist 48. Was habe ich mit dem P3 geschafft?
Hier kann man noch so viel mehr rausholen. Es sind so krasse Reifen, was der hat. ...1,47. Oh. Kann man dann schon vergleichen, ja? Oh. Könnte man rankommen, wenn du ein bisschen übst mit dem. Man kann ja viel anders an die Grenzen gehen, weil der hat so weiche Reifen, das ist krass. Aber ich kann, glaube ich, das gerade nicht so da rankommen. Da muss ich noch ein bisschen mehr fahren. Sektor 2 Time ist okay. Ah, nee, zu selber den Körper. Aber ja, würde man an die Zeit schon rankommen von GT3. Ein, schon. Also, hat der aber... Scheint doch Ding, oder TC? Doch, der hat doch. Wo steht denn, was das Auto hat? Ich habe immer so ein Ding offen gehabt, da stand es da, jetzt habe ich es halt geschlossen. Ich dachte, ich meine, das ist zu viel. Also, ich habe Vollgas gegeben, habe so krass eingelenkt, ich das nicht ausgebrochen. Ich dachte mir, dass es an der Slick Supersoft liegt. Ist wieder jetzt schon ein Spare-Oil, aber egal. Mal testen hier. Ja, aber kommt man an die Zeiten ran. Also ist jetzt nicht, fühlt sich jetzt nicht schlecht oder besser an als ein GT3. Besser ja. Du hast Ultra Grip mit dem. So, ich wollte Flügel eigentlich schauen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen übertreiben hier. Man kann mit dem voll dreckig fahren. Das war nicht gut, aber egal. Zählt jetzt nicht erstmal. Nur probieren. Der beschleunigt so krass. Von unten heraus. Heftig. Wäre doch eine gute Übersetzung. Ich muss dann noch mehr ins Limit gehen an dem Curb. Und hier mal über den Curb drüber. Scheiße, ich hätte noch mehr einhängen sollen. Ah.
abgelupft, verdammt. Oh, leck. Warum? Es fängt das wieder an. Habe ich die Ordner wieder offen, gell? Ich habe eben so viel rumkopiert, einen Ordner aufgemacht. Scheiße, ich hätte so viel Zeit gut gemacht. Lol. Gleiche Zeit fast. Ja. Ach, verschaltet. Der Gino macht es schon, aber vielleicht nicht mehr heute, mein Freund. Aber es ist ein schönes Auto. Nur es wird, glaube ich, nicht das sein. Weil das hat auf jeden Fall irgendwie TCS, weil ich gebe Gas und es passiert halt nichts. Wie heißt das Ding, was man anschalten muss hier? Ja, ich sag doch, das hat TC, da steht es ja sogar. Ich glaube, das, was ich suche, ist dann ohne TC, wa? Es ist ja RSR, aber da steht nichts von GTE. Ich weiß ja nicht, ob es noch mehrere Versionen gibt. Ich dachte auch. Also ABS hat er nicht. Das ist total geil da mit dem Bremsen ohne ABS. Kannst du dann sofort, wenn das blockiert, sofort lösen. Ist der richtige? Okay, das war der einzige, den ich gefunden habe. Das scheint auch der aktuellste zu sein, soweit. Von den Modern. Der fährt sich auch ultra. Fährt sich super stark. Oh, jetzt hab ich hier gechoked, verdammt. Alter. Siehste? Doch ein wenig TC, wa?
lap time was at 149.47. That puts you 0.7 slower than your best. Sector 2 time is good. Nein, nicht Delete. Komm, komm, komm. Scheiße, aber gechoked hier in der Kurve. Zu spät einfach gebremst. Alter, locker 1,47. Ich glaube, das geschafft, aber. Egal. Jetzt fange ich an, dreckig zu fahren. Ein bisschen zu riskieren hier. Verliere aber dadurch. Macht nichts. Macht Spaß. Ja, ist klar, ich weiß. Ne, wir. Boah! Alter, ich kann. Scheiße! Also. So, Xentern ist hier immer so eng gefahren, Alter. Ich verstehe nicht, wie er das gemacht hat. Wie kann man diese Kurve so fahren? Ich werde gleich bestraft, oder? Ich verstehe nicht, wie der gefahren ist, ey. Kann man jetzt mit der Kurve so krass? Lass mich doch mal drehen, dass ich mal gucke. Ist die irgendwie hier so gekrochen im zweiten Gang? So hier so gefahren und dann ist er geradeaus gefahren. So geradeaus irgendwie. Ich weiß nicht. Ich krieg das nicht einmal ansatzweise hin. Genau das gleiche in der einen Rechtskurve. Ich verstehe das nicht. Oh, Auto ist kaputt. Irgendwas ist falsch, das war Reifen. Okay. Ja, Reifen. Ja. Ja, komm, das lerne ich morgen. Ich will eigentlich nie aufhören. Einfach nie aufhören. Einfach nie aufhören, bis ich es kann. 10 Stunden 19 Aufnahme, Alter. Okay, damit hier jetzt erstmal Racing. Stopp, bevor ich weiterfahre.